So, hi, na, endlich habe ich es mal geschafft, hier ein Infovideo zu machen. Das habe ich ja schon lange genug vor und endlich hat es mal geklappt. Wuhu. Ja, naja. Infovideo in der Hinsicht, es ist sehr vieles zu erzählen und ich denke, das ist endlich mal notwendig. Ja, mit was fange ich an? Ihr habt ja schon gemerkt, ich bin momentan mit Kommentaren immer sehr weit hinterher. Das liegt daran, ich bin immer noch am Umziehen und ihr kennt das sicherlich. Naja, ja, die meisten vermutlich kennen es vielleicht. Das ist nicht so einfach, besonders wenn man noch am Restaurieren von dem Haus und der ganzen Wohnung und überhaupt ist. Und dann bis das alles erledigt ist, bis Strom und so weiter, die ganze Arbeit, es ist so mühevoll. Es ist... Ich habe die Schnauze voll, aber es ist Gott sei Dank bald endlich alles geschafft. Dann soll das wieder normal werden. Also, hier nicht wundern, wenn ich kommentiere, dann schon wieder schneller, häufiger und so. Es ist momentan einfach nicht mehr drin. Teilweise habe ich Tage, da habe ich gar kein Internet. Das ist auch nicht geil. Ja. Dann momentan zur Videolage ist eigentlich ziemlich gut. Es läuft ziemlich viel. Und ich muss zugeben, momentan ist Moonlighter pausiert. Das hat den Grund, es kommt ja jede Woche jetzt bis zum 24. eine Lore pro Woche. Sollte die meisten von euch freuen. Was für Loren seht ihr dann, wenn es soweit ist? Ja, und natürlich kommen am Monatsende dann noch wie immer die Lore für Patreons und dann halt noch auch für die Öffentlichkeit. Wenn wir denn schon mal bei Patreons sind, werde ich das auch gleich mal ansprechen. Da hat sich auch einiges getan. Weil die Unterstützung bisher so toll ist und ich sehe, das will ich Interesse da, habe ich da die ganzen Revolts, die es da gibt, die man da haben kann, also die jeweiligen Ringe angepasst und bereits schon jetzt ab 1 Euro hat man Zugriff auf die exklusive Serie, die jeden Montag läuft. Momentan ist es halt eben Bloodborne. Ja, da sind wir jetzt momentan bei Part 3 öffentlich jedes Wochenende und die Patreons haben jetzt schon Part 6 bzw. Part 7. Dieser Part müsste dann heute, also ich nehme es am Sonntag jetzt hier auf, aber das müsste heute, wenn ihr das hier seht, am Montag, müsste der neueste Part schon verfügbar sein. Und wenn ihr Bock habt und wollt mich unterstützen, könnt ihr das schon ab 1 Euro dann jetzt jeden Montag die neueste Folge sehen. Ist halt jetzt momentan ein bisschen blöd, weil es mit Part 7 erst dann jetzt weitergeht, sprich euch fehlen 4 Parts. Müsste Part 7 sein? Ich weiß es gerade gar nicht. Oder war das Part 9? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es halt eben heute einen neuen Part. Seht ihr dann schon. Ja. Und wenn ihr Bock habt und ihr wollt mich unterstützen, liebend gerne. Ich weiß das wirklich zu schätzen und wir haben schon ein paar Patreons. Das hilft mir wirklich ungemein, halt auch allgemein halt hier Equipment zu kaufen, neue Spiele zu kaufen. Das geht ja auch alles auf euch dann zurück. Ihr bekommt das ja wieder. Die letzten Spiele, wie jetzt Moonlighter, Hollow Knight und so, das wurde alles eben durch YouTube bzw. Patreon-Einnahmen finanziert. Das neue Mikrofon habe ich mir zum Beispiel schon gekauft davon. Die neuen Kopfhörer, es ist ja alles nicht, dass ich jetzt Sachen kaufe, die ich dann eben nicht benutze, sondern das ist ja wirklich alles dann hier direkt, ja, auch für euch gut. Ein neuer Greenscreen habe ich mir gekauft und so weiter. Das kommt dann alles noch in Streams. Aber da muss erstmal die Wohnung fertig sein. Das seht ihr dann schon. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützen möchtet, könnt und wollt. Aussuchen könnt ihr euch selbstverständlich, was ihr möchtet für einen Rang, wenn ihr mich unterstützen wollt. Zwingend notwendig ist nicht, aber ihr kommt auf jeden Fall was zurück. Jetzt nicht die Welt, aber immerhin deutlich mehr als woanders. So einen geistigen, hier habt ihr einen Händedruck, das nicht. Ihr bekommt schon einen Zugriff auf Videos oder früheren Zugriff und so weiter. Also ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne unterstützen. Kann auch sein, dass sich das in Zukunft noch ein bisschen was ändert. Vielleicht gibt es da auch noch was wie ein bisschen Merch, wenn sich das wirklich so gewünscht würde. Ja, ich habe das schon mal gefragt und es ist tatsächlich Interesse da. So eine Tasse oder so oder mal ein Shirt. Mal gucken, sehen wir schon. Je nachdem, aber nicht in so einer riesen Auflage, wenn dann halt wirklich nur, ja, nach Anfrage, ne? Mal gucken, ich sehe das dann schon. Aber wenn ihr wollt, ich verlinke euch das hier alles da unten in der Videobeschreibung und in den Kommentaren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ich verlinke das, glaube ich, allgemein in fast so ziemlich jedem Video. Oder? Habe ich das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier. Habt ihr dann da die Links? Wenn ihr das tun möchtet, würde mich riesig freuen. Unterstützt ihr nicht nur mich, sondern auch den Kanal und den Fortbestand von dem allem hier. Und das könnt ihr auch schon mit einem kleinen Betrag, wenn ihr das wollt. Also, ja, jetzt gibt es natürlich, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, aber es muss angesprochen werden. Ich nerv euch ja da nicht dauernd mit,
Manche andere, die bringen das ja jedes Video an. Hier habt ihr mal ein Infovideo darüber, wie und was. Und wie gesagt, es ist ja kein Zwang. Es sind ja schon ein paar Leute da. Wenn ihr mich erleben unterstützen wollt, könnt ihr das da liebend gerne tun. Und wenn nicht, dann, ja, dann habt wenigstens Spaß bei den Videos, die halt so kommen. Ne? Ist doch auch gut. Ja, ansonsten, was hätten wir denn noch? Bloodborne läuft halt eben am Wochenende. Darkest Dungeon ist in Planung. Da warte ich noch auf den aktuellsten Patch, dass ich halt eben die DLC spielen kann. Das liegt nicht an Entwickler. Der Patch ist nämlich dafür die Digitalversion. Die habe ich auch. Ich möchte mir das aber jetzt nicht extra wieder von meiner Platte schmeißen, weil ich habe sie ja auf Disc. Das Problem ist, der Patch gibt nicht die Möglichkeit, es mit der Disc zu spielen. Also es ist ein unterschiedlicher Patch, so blöd sich das anhört. Die müssen erstmal den Patch dann bringen. Und das Problem liegt an Sony selber, weil die geben den Patch nicht frei. Der ist eingereicht, aber da Sony ja echt arschlangsam arbeitet, Leute, die DBD, also die bei Dela schon gespielt haben, die wissen, dass das da schon mal Probleme gab mit zum Beispiel neuen DLCs. Da war das auch schon so. Da haben die Leute irgendwie 2-3 Wochen länger gewartet. Und das Problem haben wir hier auch. Wir warten da jetzt einfach nur noch auf die Freigabe des Patches und dann lade ich da allmählich langsam Folgen hoch und werde die dann am Wochenende bringen. Will heißen, entweder wird am Bloodborne ein Unter-der-Woche-Projekt oder es kommt dann halt Samstag, Sonntag immer, wie damals. Also Darkest Dungeon wird auf jeden Fall wieder ein Wochenendprojekt werden, wie damals, dass wir an Samstag und Sonntags eben nochmal eine neue Serie dazu haben, was jetzt auch nicht so schlecht wäre. Sprich, dann haben wir gut 4 Videos pro Woche, 5, wenn eine Lore ist, also dann haben wir schon mal wieder ordentlich Betrieb auf dem Kanal, dann läuft das. Ansonsten Streams und so weiter kann ich bisher immer noch nicht genau sagen, mangels Informationen, wann ich Zeit habe, wegen anfangs erwähnten zum Beispiel. Ihr wisst ja, ich weiß nie, wann ich wirklich Zeit habe, und wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, dann mache ich was mit der Jasmin, und wenn wir da was zocken, dann meint sie meistens, ja, können wir doch streamen. Also dann ist das meistens, wenn sie mich dann erinnert, dann ist das deswegen, und ja, mal schauen. Ja, genau, ab nächstes Jahr kommt dann eben Call of Cthulhu. Das wird ein Let's Play Together eben mit Jasmin, wenn wir schon mal da das Gespräch eben haben. Ja, habe ich schon gesehen, da freut ihr euch drauf, weil ich poste da jetzt auch schon öfters mal was auf YouTube. Das freut mich, dass ihr da auch drauf eingeht. Also mit dem Handy seht ihr das. Ansonsten müsst ihr auf meinem Kanal gehen. Und da ist dann der Writer halt eben Videos, Playlists, Community. Und da klickt ihr auf Community und dann seht ihr das, was ich da poste. Das sind halt eben meistens Bilder oder GIFs und so weiter. Das ist ziemlich interessant. Da seht ihr auch halt eben Infos, was noch kommt. Wie eben Darkest Dungeon Season 2, die dann kommt. Wenn der Patch da ist. Da habe ich keine Ahnung, wann das sein wird, aber sobald er da ist, das Wochenende drauf, wird dann schon die erste Folge da sein. Und die wird natürlich dann schon etwas länger. Hab schon wieder Bock drauf. Ich hatte bisher, es ist nicht so, dass ich keinen Bock auf Darkest Dungeon habe. Ich hatte halt eben auf diesen besagten Patch gewartet und ja, jetzt sind die DLCs da. Ich habe sie sogar schon gekauft. Das ist der Witz. Ich habe die gekauft. Ich kann sie noch nicht spielen. Ja, ärgerlich, ne? Was will man machen? Naja, wie gesagt, den Entwickler trifft da keine Schuld. Mehr als einreiche können es die auch nicht. Wenn Sonys Mühlen so langsam laufen oder schon zum Stehen gekommen sind, ist das Sonys Problem. Leider. Kann ich nichts ändern. Naja, ansonsten, ja, es gibt jetzt halt eben jede Woche bis Weihnachten eine zusätzliche Lore, also sprich noch drei. Diese Woche kommt auch noch eine. Wir haben die Bloodborne Serie wieder aufgenommen, also ich mache das alles von vorne neu. Ich hoffe, das freut einige, weil auf dem alten Kanal gibt es das ja nicht mehr. Also auch Bloodborne machen wir dann jetzt vernünftig komplett. Dark Souls Remastered muss ich gucken, was ich da jetzt noch anbiete. Da kommt natürlich auch was und so weiter und so fort. Sehen wir schon. Ihr könnt auch gerne mal Lore-Wünsche äußern. Könnt ihr unter diesem Video zum Beispiel, dann schaue ich mal, was noch fehlt, weil wir können ja querfeldein alle Loren machen. Ich habe jetzt so alles schon so ziemlich Playlist gemacht und ich muss mal schauen, eventuell gibt es auch mal Remastered Loren zu Dark Souls 2. Wäre ganz bestimmt auch gar nicht mal so schlecht, ne? Genau. Aber soweit dann alles von mir dazu jetzt erstmal. Das war das Infovideo soweit. Wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, wisst ihr jetzt, wann welche Projekte laufen, wisst ihr jetzt, wie es jetzt weitergeht. Ein riesiges Dankeschön an euch für eure tolle Unterstützung soweit, dafür, dass ihr immer an die Likes denkt, dass ihr die Videos so lange guckt, dass ihr natürlich so viel Spaß habt. Das ist geil. Wirklich. Ihr schaut auch wirklich
das freut mich endlich, es läuft. Wir gucken endlich auch mal andere Sachen als Dark Souls. Das freut mich richtig gut. Natürlich sind das immer noch gigantische Zugpferde. Ich sehe es ja, wenn da irgendwas von FromSoft kommt. Das ist kein Vergleich. Wobei Hollow Knight bisher wirklich das Beste ist. Bisher, muss ich zugeben. Was von Aufrufen her und Konstanz. Das ist schon der Wahnsinn. Also, dass ihr Hollow Knight so feiert, hätte ich nicht gedacht. Voll gut. Ja. Aber bevor ich jetzt noch weiter quatsch, es kommt noch ein Weihnachtsvideo und es kommt ein Jahresabschlussvideo, insofern ich das dann alles hinbekomme. Und eine Roomtour ist auch noch geplant, aber wann das weiß ich nicht, das sehen wir dann schon. Ne? Gut, so viel dazu jetzt erstmal. Ich muss mal gucken, dass ich dann das alles die nächste Zeit auf die Reihe bekomme. Und ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin so treu. Wenn euch irgendwas stört, wenn irgendwas ist, einfach in die Kommentare schreiben. Dafür sind die doch da. Ansonsten euch einen schönen zweiten Advent, wenn er auch schon angebrochen ist. Bleibt gesund, hoffentlich, weil es ja momentan wieder diese Grippewelle. Und ja, hoffentlich dann auf bald. Und ich bin dann erstmal weg, vorerst mal wieder. Bis zum nächsten Video natürlich, ne? Also, wir sehen uns. Bis denn dann und ciao.